Das Thema digitale Kundenbetreuung. Wie läuft das Ganze ab? Was hat es für Vorteile für dich? Und ja, wie kannst auch du das Ganze für dich nutzen? Das werden wir uns heute anschauen. Viel Spaß dabei. Lass uns auf jeden Fall schon mal ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns gleich im Video wieder. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist immer noch Nico Becker und ja, wir werden heute mal über das Thema digitale Kundenbetreuung sprechen. Was meine ich damit? Ich habe ja ganz, ganz oft schon auf diesem Kanal darüber gesprochen, dass es wichtig ist, seine Kunden aktiv zu betreuen, nachdem sie ja bei dir gekauft haben letzten Endes. Und jetzt gibt es ein paar von unseren Kunden, die machen das Ganze digital. Was meine ich damit? Das heißt, die rufen nicht nur an, die fahren nicht hin, sondern die machen das Ganze digital. So zum Beispiel über FaceTime, über Zoom, da gibt es ja gängige Möglichkeiten, sowas wie eine Videokonferenz aufzubauen. Und ich will dir da jetzt gar nicht so sehr einen Weg zeigen, wie du es auf jeden Fall machen musst. Ich will dir einfach mal zeigen, okay, so kann es auch funktionieren. Ja, weil es ist tatsächlich so, wir haben jetzt Kunden, die kriegen so kleinere Reklamationen rein. Und du hast es vielleicht auch bei dir, wenn du im Küchenbereich zum Beispiel unterwegs bist, da gibt es immer mal wieder Reklamationen, wo du schon von der Formulierung vom Kunden weißt, okay, da ist gar nichts kaputt, der bedient das gerade nur falsch, zum Beispiel. Ja, sowas gibt es ja mit Sicherheit. Oder bei Terrassendächern zum Beispiel auch gibt es Fälle, wo du weißt, hey, aktuell, ich weiß ganz genau, da gibt es jetzt gerade kein Problem. Es wird einfach nur falsch bedient und ich brauche dem Kunden jetzt nur einmal zeigen, was anders gemacht werden muss. So, und da ist eben die Möglichkeit, dass man sagt, hey, lieber Kunde, ich würde dich gerne betreuen, nach deinem Kauf, wunderbar, lass uns mal sowas wie eine kleine Videokonferenz machen. Je nachdem, wie affin natürlich dein Gegenüber ist, funktioniert das Ganze sehr gut. Das heißt, ich würde dann einfach so einen Videoraum öffnen über meinetwegen Zoom, über Google Meets, über FaceTime, je nachdem, was man da benutzen möchte. Kannst du mit dem Smartphone machen. So, und da macht man einfach so eine kleine Videokonferenz mit dem Kunden, wo er zu Hause in seiner Küche steht, du bist zu Hause in deinem Küchenstudio, und kannst eben mit dem Kunden das Ganze einmal durchgehen. So, und was hat es jetzt für Vorteile? Erstmal ist es super flexibel. Das heißt, ihr beide müsst euch nur vielleicht 10 Minuten einplanen, je nachdem, was es am Ende des Tages für einen Grund ist. Zweitens ist es auch mal was Neues. Das heißt, der Kunde selber hat irgendwo das Gefühl, okay, da ist jemand kreativ geworden. Du hast auch vielleicht auf der anderen Seite als dritten Punkt ein Verkaufsargument, was dein Vertrieb benutzen kann. Das heißt, du kannst sagen, hey, wenn es mal eine Reklamation gibt, dann müssen sie nicht 2 Wochen auf den Termin warten, sondern wir versuchen das einfach mal so zu regeln, weil es kann ja auch sein, dass meinetwegen nur eine Schraube nachgezogen werden muss. Solche Fälle hatten wir auch schon bei unseren Partnern. Da musst du ja keinen Monteur vorausschicken. Also wenn da jemand auf der anderen Seite ist, der jetzt nicht unbedingt 2 linke Hände hat, dann kann der das auch selber machen. Er muss nur von dir die Gewissheit bekommen, das und das ist es am Ende des Tages. Wenn es Elektrogeräte sind, die von mir aus anders eingestellt werden müssen, dann musst du auch kein Monteur rausfahren. Das kannst du über digitale Kundenbetreuung machen. So, und wenn es nur darum geht, vielleicht mal sowas wie eine kleine Extraberatung mitzugeben, wie man jetzt meinetwegen Seitenteile an dem neuen Terrassendach vernünftig benutzt, ja, wo man die einhakt, wie man die wieder rausbekommt, was man dafür einfach tun muss, dann kann das alles über solche Online-Beratungen laufen. Das heißt, du musst an dieser Stelle nicht immer rausfahren zu deinem Kunden. Ist natürlich schön, gar keine Frage. Und wenn es die Zeit hergibt, dann kann man das vielleicht auch machen, aber es ist halt nicht sehr effizient. Ja, also müssen wir uns ganz einfach so sehen, wie es ist. Also du kannst halt 5 Leute betreuen über den Online-Weg oder du kannst halt zu einer Person rausfahren. Ist vielleicht je nachdem der gleiche Arbeitsaufwand, aber macht natürlich wenig Sinn, wenn man dann sagt, okay, ich stecke jetzt die gleiche Zeit in einen Kunden anstatt in 5. Ne? Kann man so auf jeden Fall mal mitnehmen als Überlegung. Und von daher mach dir da gerne mal Gedanken, okay, was ist vielleicht auch für dich möglich? Ja, wir haben auch Partner, die machen sowas wie eine ganze, ja, man kann schon was sagen, so eine Art Terrassenplanung. Ja, da ist dann auf einmal das Dach. Dann ja, macht man so eine Videokonferenz, dann ist das Dach da und dann heißt es, Mensch, brauchen Sie nicht auch hier mal Fenster oder wie wäre es denn da mit einer Seitenverkleidung? Also du kannst daraus auch wirklich Umsatz am Ende des Tages generieren, wenn du einfach mal bereit bist, diesen Weg zu gehen. Ja, ich will jetzt einfach nochmal mitgeben, wie gesagt, als Denkanstoß. Wir haben Partner, die das zum Teil schon umsetzen. Es kann dir sehr viel Zeit sparen letzten Endes. Es kann dir auch Aufträge bringen, weil es einfach ein schönes Verkaufsargument ist. Und am Ende des Tages ist es auch mal was Neues. Ne? Es ist ein bisschen zeitgemäß. Und wenn du bei dir im Unternehmen schon aktiven Kundensupport eingeführt hast, was eine super Sache ist, also dann, wie gesagt, erstmal Chapeau. Aber dann kannst du das Ganze noch ein bisschen für dich ja, einfach verfeinern, indem du sagst, okay, wir machen jetzt mal diese Anrufe, wir gucken mal, okay, was geht da am Ende des Tages. Und du wirst merken, relativ schnell, das Ganze lohnt sich relativ schnell für dich und dein Unternehmen. Wenn du weitere solche Tipps haben möchtest, komm einfach mal auf uns zu, buch dir gerne bei uns auf der Webseite eine Erstberatung. Da gehen wir immer noch mal ein bisschen tiefer auf die einzelnen Situationen ein, können dir da wahrscheinlich auch ein bisschen genauer weiterhelfen, als ich das jetzt hier über das Video kann. Und ansonsten, wie gesagt, abonniere uns auf jeden Fall, guck dir die weiteren Videos an und dann wünsche ich dir nochmal viel Spaß bei den nächsten Videos.